Hallo, Nudelsalat gibt es in so vielen Variationen. Ich zeige dir heute eine eher fruchtige Variante. Zudem habe ich für die Mayonnaise keine Eier verwendet und ist somit auch für Veganer geeignet. Zunächst 250 Gramm Nudeln in gesalzenem Wasser kochen. Für diesen Nudelsalat nehme ich Hörnchennudeln. In dieser Zeit schon mal eine halbe Mango schälen und in Würfel schneiden. Das gleiche machen wir mit zwei mittelgroßen Tomaten. Sind die Nudeln bis fest gar, unter kaltem Wasser abschrecken. Für die Mayonnaise 120 ml Sojamilch mit einem Teelöffel Senf, ein Viertel Teelöffel Salz und dem Saft einer Viertel Zitrone mit einem Stabmixer verrühren und 120 ml Rapsöl während des Mixes hinzugeben. Nun die Nudeln, die Mayonnaise, die Mango- und Tomatenwürfel in eine Schüssel geben. Dazu kommt nochmal ein Teelöffel Salz und ein Viertel Teelöffel Pfeffer. Eine Bio-Zitrone heiß abwaschen und ca. ein Teelöffel Schale raspeln. Zum Schluss nur noch eine Prise Currypulver und alles gut miteinander vermengen. Wer es noch ein bisschen fruchtiger mag, der fügt noch ein bisschen Zitronen- oder Orangensaft hinzu. Abschmecken und wenn nötig nachsalzen. Fertig. Wenn du das Rezept mal ausprobierst, lass mich ruhig wissen, wie es dir geschmeckt hat. Einfach unter dem Video kommentieren. Dann schau mal wieder rein. Alle 3 bis 4 Tage gibt es ein neues Rezept. Bis dahin, mach's gut, ciao.